das ist auch eine Art, wie man hier einfach mal ein Lagerfeuer startet. Help me, guys! Einen wunderschönen guten Morgen. Gestern war eine richtig lange Nacht bis ungefähr 5 Uhr und jetzt haben wir kurz nach 7, bin aufgestanden, muss nämlich jetzt gleich los zu meiner Bootexpeditionstour, Abenteuertour, bla bla bla. Hab jetzt gerade hier mein gratis Frühstück, Wurst mit Ei, Kaffee. Und jetzt verlasse ich diese wundervollen Orten, diese tollen Leute und alles. So, ich bin jetzt hier am Hafen angekommen. Das hier hinter mir ist die Reisegruppe, mit der ich die Expedition mache. Das ist jetzt quasi eine dreitägige Bootstour. Wie das Boot aussieht, weiß ich noch nicht. Und man hält dann bei verschiedenen Inseln an und man schläft dann immer in Zelten. Aber Matratzen sind wohl auch dabei. Das ist schon Luxus, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber gut. Und es sind wohl sogar auch Duschen auf den Inseln. Ich habe von einer anderen Agentur gehört, da haben dann halt gar nichts. Da schläft man einfach auf den Inseln in Zelten, wo man irgendwo hält und so. Hätte ich fast cooler gefunden. Aber gut, man hat freies Essen, freie Getränke, muss sich um nichts kümmern. Dafür ist der ganze Spaß aber auch ein bisschen teurer. Das waren jetzt ungefähr 15.500 Peso. Sowas werde ich jetzt nicht nochmal auf den Philippinen machen, der Rest werde ich wieder ein bisschen sparen. So 3 Tage nur auf dem Boot unterwegs sein und auf Inseln pennen, da hatte ich richtig Bock drauf. Und ja, mal gucken, wie die Gruppe so ist. Ich hoffe, ich habe Spaß mit denen. Ich vermisse schon meine ganzen Local Friends. Ich hatte echt die geilsten Tage mit denen. Es war wie eine Familie. Wir sehen uns auf dem Schiff. Important, our house rule. Wir sind nun bei unserem ersten Stopp angekommen. Ja, wir sind jetzt auf zum nächsten Stopp. Ich hätte gar nicht erwartet, dass wir so oft hier an Inseln wieder anhalten. Ja, es ist jetzt halt wieder sehr geregelt. Ne? Es ist jetzt gerade wieder ähnlich wie in Neuseeland. Das heißt, irgendwie alles ist organisiert. Man muss sich um nichts kümmern und es ist relativ einfach. Und die Leute sind irgendwie hier und genießen so ein bisschen Service. Und das ist irgendwie ist das nichts mehr für mich so. Ich weiß nicht. Ich vermisse meine Local Friends aus Koran. Und wir sind jetzt auf der Insel angekommen, auf der wir dann alle schlafen werden. Da sieht man die Zelte und ja, hier ist noch so eine kleine Aufenthaltsgegend quasi. Und da hinten ist eine Familie. Und ich schätze mal, die wohnen hier. Weiß ich jetzt noch nicht genau. Und ja, irgendwo um nirgendwo. Sonnenuntergang. Kann man machen. Yes. Bottomless ramen. One for me. Okay. Ramen coke. As well. And it's vegetable spring roll. Yes. Woo! It's not. And of course, fried chicken. And of course, this is the eggplant. Pancit again. And this is the okra and chicken. Okra is kind of vegetable. Guys, they have apple, orange, red watermelon, and banana. Yeah. Okay. So yeah, where's the plate? Just for your voice. Guys, remember, if I hear you are a good singer, so you have a pre-island hopping in El Nido. Nur um das mal zu zeigen, die schon in Asien gereist sind, werden das kennen. So sieht die Toilette aus. Ja, man geht auf die Toilette und spült dann mit dem Eimer nach. Oh fuck, fuck! Yeah! Wahoo! Oh, it's so amazing. It's too hot now.
Help me, guys! Ja, das ist auch eine Art, wie man hier einfach mal ein Lagerfeuer startet. Okay, wir hatten einen super lustigen Abend. Hier haben wir noch ein bisschen Karaoke gesungen und so weiter. Und ich schlafe jetzt hier mit John in einem Zweierzelt. Yo, peace. Weil wir sind alles Zweierzelten und wir sind irgendwie so scheinbar mit die einzigen Singles hier. Sind ziemlich viele Pärchen. Und ja, wir pennen jetzt hier zu zweit. Ohne Decke, ohne alles. Und ja, wachen dann zum Sonnenaufgang wieder auf. Ich will nicht aufstehen. War cool hier zu schlafen mit dem Meergeräusch im Hintergrund. Man konnte auch den Sonnenaufgang so ein bisschen sehen. Oh, jetzt gibt's Frühstück. Was ein bisschen nervig ist, ich habe jetzt am Fuß auf einmal so eine Wunde. Die ist mir jetzt erst aufgefallen. Die ist schon blau umrandet und eine große rote Fläche. Jetzt mit Alkohol desinfiziert, Pflaster drauf. Nervig sowas. Muss man ja auch im Auge behalten. Man weiß ja nie. So, wir sind jetzt wieder unterwegs und jetzt ist unser erster Inselstopp hier. Wir haben sich jetzt hier irgendwie von dem Inselinhaber eine Kokosnuss gekauft, aber mussten dann jetzt selber auf den Baum hoch und die runterschlagen. Ultra lustig. Auf der Insel, wo wir geschlafen haben, da war ja eine Familie und ich habe da mal nachgefragt. Also die gehen schon zur Schule, die Kinder. Das heißt, die fahren immer für die Woche mit dem Boot rüber in die Stadt und am Wochenende dann zurück auf die Insel. Jetzt wird es ziemlich cool, denn wir sind jetzt hier in einer neuen Location und da machen wir gleich einen Klippensprung. How is it now, guys? Good afternoon, guys. Good afternoon. Wow, thank you. Well, our next stop is more or less 1.5 hours again. So yeah, if we have a time, we're gonna get some 3 stops before we go into our base camp. That's 3 stops is good for snorkeling in part of Linapakan. Okay, so this is chop suey here, call it here chop suey, that's all of that is vegetable, and of course pinakbit here, this is a Filipino food, and of course the cucumber salad and shrimp. The next one is chicken adobo, pork adobo, sorry. The other same, different this one is bugs, call it bugs. There's a chili, red, green chili, but we need, gonna remove the Also eins muss ich an dieser Stelle unbedingt mal erwähnen, das Essen hier ist fantastisch. Es ist sehr beeindruckend, wir sind ja mehrere Tage hier unterwegs und die haben da hinten einfach nur eine ganz kleine Küche und zaubern dann hier für so viele Personen immer so leckeres Essen. Keine Ahnung, jeder hier ist nach dem Essen einfach nur am Strahlen und hundeglücklich. Das ist echt schon frech, ein schöner Strand jagt einfach den nächsten. Gibt's hier auch mal nicht schöne Strände? So, wir holen jetzt ein bisschen Schlaf von letzter Nacht nach und nach dem übernächsten Stopp sind wir dann auch schon in unserem heutigen Campingplatz. Also nicht Campingplatz, eher Schlafplatz. So, wir sind bei unserem neuen Schlafplatz angekommen und im Gegensatz zu dem davor ist das ein richtiger Aufstieg und generell finde ich, sieht es einfach mega cool aus. Ich werde heute in dieser Honeymoon Suite quasi schlafen, da sind so 4 Einzelkabinen drin und die ganzen Pärchen schlafen hier alle überall. Es sind generell echt viele Pärchen dabei, ist mir aufgefallen so. Und dann gibt es hier noch eine kleine Schaukel und die Duschen sehen auch echt irgendwie sehr cool aus.
Wir spielen gerade Frisbee und ja, jetzt, der chillt da oben. Oh. Hallo, bonjour und guten Tag, oder wie man auf Tagalog sagt, Maganda no Maga, für guten Morgen. Jetzt aufgewacht, wir haben jetzt gerade kurz nach 8. Der Abend gestern war einfach ein Traum, es war ultra schön, wir saßen zusammen in einer Runde von den Philippinern und ich war da und eine Belgierin und noch ein Deutscher und ja, aber größtenteils der Zeit war ich einfach nur mit Philippinern da am Rumsitzen und wir hatten so tolle Unterhaltung, wir haben uns komplett über die Probleme ausgetauscht und ach, ich fühle mich dann so unbedeutend, wenn man hört, was andere Menschen zum Teil halt eben durchmachen und dann haben die mir auch ganz viel Tagalog beigebracht, also ich habe mir so eine ellenlange Liste aufgeschrieben und wiederhole das ständig und versuche dann jetzt immer mit Tagalog zu sprechen. Ich finde die Sprache richtig interessant. Ich werde die ganzen Leute gleich einfach mal vorstellen und das ist einfach, ich weiß nicht, das war so erfüllend und schön gestern und allein für diesen einen Abend hat sich diese ganze Inseltour richtig gelohnt. Das war echt das persönliche Highlight für mich. Heute geht's auch nach El Nido. Ich habe euch noch gar nicht die Duschen hier gezeigt. Ja, das war ganz simpel. Also im Prinzip hat man hier einfach nur einen Eimer voller Wasser, jetzt nicht mehr, und gibt sich dann immer wieder Wasser über den Kopf, macht sich Shampoo drauf oder sonst wo und kippt dann wieder Wasser nach. Okay, ich möchte euch kurz ein paar Leute vorstellen. Das hier ist Boyette, das ist Jam Jam und das ist RR. Hello. Hey. Und wir hatten richtig viel Spaß zusammen die letzten Tage. Das sind richtig coole Jungs. Ich liebe die einfach. Die nennen coole Jungs. Do you want to say something? Hello. Your German word. No, I don't. German word. Wie geht's? Wie geht's, mein Freund? Jetzt auf einem neuen Inselstopp und hier ist wieder mal eine Familie drauf und die sind super nett und super süß und total zutraulich und die Kinder sind auch schon voll gut in Englisch und ja, echt cool. When the ball is shoot here in your hole, right. You can get the ball and hit me or whatever. Eine besondere Person nicht vergessen und zwar Anong Pangkay Langmo. Ivan Ken Kanyu. Yeah, this is Ivan. Er war ein super Tourguide, hat super viel Spaß gemacht und ist einfach ein toller Mensch. Thank you for being a super human being. Salam alaikum. Walang ano man po. You want to say something to the camera? Yeah, I want to say something. Actually, Mario is the one of the our guest, something funny, and of course want to join to everyone something the activities or anything drink. He one of the guy meet in our company or meet in our group. He's the one of guys super funny. That's it. Mario.
marry you. Das ist wirklich eine tolle Gruppe und vor allem die Philippiner, die hier arbeiten, sind so tolle Menschen und ich habe mich so viel mit denen unterhalten und gesprochen und wenn jemand irgendwelche Fragen hat, schreibt mir einfach. Reisen ist sowas Tolles und man lernt so viel kennen. Und wir bleiben jetzt sogar noch hier eine Weile auf dem Boot, zusammen als Gruppe, weil wir uns so gut verstehen. Und gehen doch nicht runter. Aber wenn ich runtergehe, dann wartet schon meine Couchsurfing-Family auf mich.